So, mein Kleiner, Papa geht jetzt schön Fußball gucken. Bis später. 20 Minuten später. Huch, was ist das denn? Dürfte ich jetzt diesen Hund aus dem überhitzten Auto befreien? Eine Minute. Jura. Und tatsächlich kann das Befreien eines Hundes aus einem überhitzten Auto erlaubt sein, wenn ich folgende Dinge beachte. Ich sollte natürlich erst nach dem Besitzer Ausschau halten und nach ihm rufen. Ich sollte die Polizei verständigen und Zeugen herbeiholen, dass sie sehen, dass der Hund wirklich gehechelt hat. Und dann sollte ich die Scheibe einschlagen. Ich darf natürlich nicht die gesamte Tür zertrümmern, sondern sollte vielleicht einen kleinen Teil wählen, damit ich die Tür einfach öffnen kann. Und das Wichtigste von allen, lasst niemals euren Hund bei der großen Hitze im Auto, sonst verlässt er euch.